Ich zeige euch 7 Must-Haves, also auf Deutsch gesagt, 7 wichtige Dinge, die ich immer auf einer Fahrradtour dabei habe. Willkommen zurück zu Caros Lifehacks. In den letzten 2 Videos habe ich ja über Bikepacking-Hacks gesprochen und heute soll es einfach ganz normal übers Fahrradfahren gehen. Es gibt ja so einige Sachen, die wahrscheinlich jeder beim Fahrradfahren dabei hat, wie Fahrradschlauch, Flickzeug, was zu essen, was zu trinken. Okay, manche fahren auch ohne Rucksack, die haben wirklich nur das Nötigste dabei. Aber ich fahre immer mit Rucksack und ich möchte euch heute ein paar Dinge zeigen, die ich zwar nicht jedes Mal brauche, aber wenn ich sie benötige, bin ich sehr froh, sie dabei zu haben. Gerade jetzt sehr nützlich zu dieser Jahreszeit ist ein Mudguard. Das ist so ein Plastikteil, das gibt es eigentlich fast in jedem Bikeladen oder bei Amazon, eBay, whatever. Und das wird mit Kabelbinder unter die Gabel befestigt. Da gibt es auch genug Anleitungen im Internet. Und es ist so hilfreich, also gerade bei Regen oder Matschfahrten. Es verhindert einfach, dass dir der ganze Matsch hier voll ins Gesicht macht. Und ja, jeder, der schon mal ohne Mudguard gefahren ist oder auch Marschguard genannt, weiß, wie nützlich das Ganze sein kann, und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe das ganze Jahr an meinem Fahrrad, weil im Sommer gibt es ja auch mal regnerische und schlammige Tage. Wenn ich im Wald unterwegs bin, geht es mir öfters so, dass ich einfach Lust habe, neue Trails zu erkunden oder auch einfach spontan das Ganze entscheide, und dafür benutze ich immer die Komoot-App. Und dann ist es immer sehr hilfreich, wenn man eine Handyhalterung dabei hat. Weil dieses ständige Handy in die Tasche packen oder in den Rucksack wieder rausholen, draufschauen, wo man ist, ist einfach nervig. Und so eine Handyhalterung ist einfach nicht groß, die ist sehr kompakt, kann man vorne schnell befestigen auf dem Fahrrad und dann kann es losgehen. Ich habe auch mal in der Videobeschreibung eine Handyhalterung verlinkt. Es ist zwar nicht diese Halterung, die ich momentan benutze, weil meine gibt es leider nicht mehr auf dem Markt, aber mein Vater benutzt die und ist super zufrieden. Also kann man auch schon einige Trails damit runterfahren, die nicht ganz so ruppig sind. Und bei Leo Cars, wenn ihr den kennt, werde ich mal hier oben verlinken, der hat letztens auch eine Handyhalterung vorgestellt, aber ich glaube nicht ganz so stabil. Ich werde auf jeden Fall den Link unten auch mal reinpacken und könnt ihr euch ja mal anschauen. Was ich auch immer dabei habe, sind Kabelbinder. Es ist mir schon 2-mal passiert, dass irgendein Kabel sich gelockert hat oder diese kleine Halterung, die am Fahrrad sind, dass da diese Halterung abgerissen ist, und ohne Kabelbinder hätte ich nicht weiterfahren können, weil das Kabel einfach total im Weg war, entweder am Reifen geschleift hat oder sonst irgendwo. Deswegen, Kabelbinder wiegen nicht viel, packt sie immer mit ein. Ich hoffe, die meisten von euch haben auch immer ein Erste-Hilfe-Set dabei. Habe ich natürlich auch. Das kann man, also ich habe meins noch etwas aufgestockt mit privaten Sachen, die ich sehr nützlich finde, wenn ich jetzt mal das aufbekomme. Und was ich da noch zusätzlich mit reingepackt habe, ist erstmal ein Brillenputztuch. Ist zwar jetzt nicht wirklich für Erste Hilfe, aber da weiß ich wenigstens, wo ich es immer finde. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, erstens mal im Sommer, wenn die ganzen Fliegen an die Brille machen und die ganze Brille verklebt ist. Am besten sind noch feuchte Brillenputztücher ganz gut. Und im Winter natürlich, wenn der ganze Regen dran klebt oder der Schlamm. Ja, und dann habe ich noch ein paar Tabletten. Durchfall, Magen- und Kopfweh-Tabletten, weil da sind so ein paar Sachen, oder sowas möchte man unterwegs nicht haben, und da ist es immer ganz gut, wenn man sich dann zu helfen weiß. Ja, dann, was ich immer dabei habe, ist eine Zeckenzange. Jeder, der meine Bikepacking-Tour verfolgt hat, weiß, wie viele Zecken ich hatte. Und dann habe ich irgendwo auch noch
Wo ist die? Eine Zeckenkarte, die ich persönlich sogar besser finde. Ah, hier, genau. Das ist eine Zeckenkarte. Und hier einmal für große Zecken, einmal für kleine Zecken. Und wenn man irgendwo am Körper, am besten an der flachen Stelle, eine Zecke hat, und dann kann man damit sehr leicht die Zecke rausziehen. Und an anderen Stellen ist dann die Zeckenzange doch besser geeignet. Und dann habe ich noch, irgendwas war es noch, was ich euch zeigen wollte. Ach genau, Traubenzucker. Erstens mal, wenn ihr keine Energie mehr habt, ist Traubenzucker einfach super. Und wofür ich es eigentlich viel hilfreicher finde, ist, wenn man stürzt. Also ich erinnere mich noch, beim ersten Sturz habe ich mich zwar nicht groß verletzt, aber es hat verdammt wehgetan. Und ich habe dann versucht weiterzufahren und musste alle 2 Sekunden wieder stehen bleiben, weil mein Kreislauf einfach so unten im Keller war, weil ich mir so wehgetan habe. Und dank dem Traubenzucker, den ich dabei hatte, ging es mir dann relativ schnell wieder ganz gut. Wenn ihr auf längere Fahrradtouren unterwegs seid, weil ihr zwischendurch in einer Gaststätte stoppen wollt oder sogar mit dem Auto on Tour seid, dann nehmt euch am besten Wechselklamotten mit, legt sie ins Auto oder eben halt in euren Rucksack. Weil es gibt nichts Schlimmeres, irgendwo zu sitzen, total geschwitzt, dann geht die Sonne noch weg und ja, dann wird man total ausgekühlt. Womöglich bekommt man noch eine Erkältung und ja, das möchte ja keiner, ja. Und auch wenn man dann im Auto sitzt, ist es einfach angenehmer, in trockenen Klamotten zu sitzen und natürlich auch sich die Autositze nicht so einzusaugen. Und wenn wir gerade beim Einkehren sind in eine Gaststätte, Eisdiele oder was auch immer, dafür braucht man natürlich auch Geld. Und bei meinen Fahrradtouren ist es zu 90% so, dass ich jedes Mal meinen Geldbeutel vergesse. Ich denke an alles, an meinen Rucksack, an meine Kamera, an mein Handy, an meinen Helm, an alles. Nur nicht an meinen Geldbeutel. Und deswegen habe ich angefangen, mir hier hinten in mein Handy 20 Euro reinzupacken. Das ist hier so eine Hülle. Und ja, da habe ich immer einen Notgroschen dabei. Oder wenn ihr so eine Hülle nicht habt, dann steckt sie irgendwo in den Rucksack, damit ihr jedes Mal was dabei habt. Also der Vorteil mit der Handyversion ist natürlich, dass ihr auch, wenn ihr woanders mal hingeht, immer einen Notgroschen dabei habt. Zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp, den ihr wahrscheinlich erst wieder im Sommer anwenden könnt. Und zwar ist das die Sonnencreme oder Sonnenmilch. Ich bin oft, gerade im Sommer, länger unterwegs als geplant. Lege mich auch mal irgendwo hin und setze mich auf einen Stuhl und sonne mich etwas. Und ja, wenn ich dann keine Sonnencreme dabei habe, dann werde ich ganz schnell rot und ja, dann sehe ich natürlich meine Videos und auch meinen Bildern echt doof drauf aus und deswegen habe ich auch immer so eine kleine Tube Sonnencreme dabei. Ich hoffe, es war für euch der eine oder andere Tipp dabei. Wenn euch noch was dazu einfällt, was ihr immer auf eurer Tour mit dabei habt, dann schreibt es unten in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben für das Video und jetzt seid ihr dran. Schwingt euch aufs Bike und travel and ride! Zum Schluss jetzt noch ein kleines Dankeschön an euch. Ich habe ja im letzten Video erwähnt, dass ihr meinen Blog zum Fahrradblog des Jahres wählen könnt. Und der momentanige Stand, also vom 27.10., ist, dass ich auf Platz 1 unter der Kategorie Bikepacking und Radreisen bin. Und wirklich sau cool von euch, dass so viele schon für mich abgestimmt haben. Für alle, die noch nicht abgestimmt haben, können das noch bis zum 28.11. nachholen. Und gewinnen gibt es einen 100 € Gutschein von fahrrad.de. Also vielen Dank euch schon einmal und wir sehen uns im nächsten Video.